Am Sonntagabend war ein Verkehrsunfall zwischen Göschen und Wassen im Kanton von Uri. Ein falscher Fahrer war nach Süden, auf dem A2 North in Richtung Luzern. Ein falscher Fahrer kollidierte mit einem entgegenkommenden Auto. Laut anfänglichem Wissen fuhr ein Lenker mit Urna-Kontrollschild als Ghost-Fahrer in Wassen zum Autobahnausgang und nach Süden. Der Bericht an den falschen Fahrer ging um 21.15 zur Uri-Kantonalpolizei als Sprecher der Nachrichtenagentur Keystone SDA. Nur wenige Minuten später wurde ein Unfall bei Wasken gemeldet. Der genaue Unfallverlauf war anfangs genauso unklar wie die Anzahl der Verletzungen. Die Person, die gefangen worden waren Richtung Norden, war nach Norden etwa 3 Stunden wegen Rettungsarbeiten geschlossen.